Abdelkarim, distanzieren Sie sich von dem Anschlag. Von welchem Anschlag? Sie wissen genau, von welchem Anschlag wir reden. Von dem vom 7. Januar. Der Anschlag mit den vielen Opfern oder der mit dem vielen Mitgefühl? Wie meinen Sie das? Am 7. Januar wurden im Jemen 34 Menschen in die Luft gesprengt. Dann meinen wir den mit dem vielen Mitgefühl. Distanzieren Sie sich von Paris. Ich komme aus Bielefeld, 700 Kilometer, reicht das? Wir meinen doch nicht geografisch, wir meinen mehr so menschlich. Aber warum ausgerechnet ich? Warum soll ich mich distanzieren? Naja, Sie sind halt... Ja? Da kommen Sie schon, Sie Deutscher? Nein, Sie sind doch praktizierender... Komiker! Nein, Sie sind doch Muslim. Ja, ich bin deutsch, muslimischer Komiker, ja? Sind Sie nicht eher ein komischer deutscher Muslim? Die Attentäter in Paris waren auch Muslime. Aber die Opfer waren auch Komiker. Ja, das gehört jetzt nicht hierher. Also, wir wollen nicht sagen, dass jeder Muslim ein Attentäter ist. Aber fast jeder Attentäter ist ein Muslim. Interessant, nicht? Der Polizist war auch Muslim. Und der Supermarktmitarbeiter, der die Juden gerettet hat, der war auch Muslim. Ja, was haben denn diese edlen Taten jetzt mit dem Islam zu tun? Ja, war das überhaupt mit dem Koran vereinbart? Ja, ich weiß es Außerdem nicht. Ist der Retter vom Supermarkt jetzt kein Muslim mehr, sondern Franzose. Wie ist das generell? Muss ich mich jetzt von jedem Attentat einzeln distanzieren oder geht das auch im Paket? Ach so, das geht, glaube ich, auch im Paket. Ja, vielleicht alle paar Jahre auffrischen. Ja, wie beim Impfen, ja. Haben Sie sich eigentlich schon vom IS distanziert? Also, weil jetzt irgendwelche Fanatiker meinen Glauben falsch interpretieren, um einen Terrorstaat zu gründen, muss ich mich distanzieren? Was ist mit euch eigentlich? Habt ihr euch schon von Breivik distanziert? Was für Breivik? Ja, Breivik ist selbsternannter christlicher Kreuzritter und ihr seid doch Christen. Ich bin ja Atheist, Gott sei Dank. Aber Sie, Herr von Wagner, Sie sind doch Christ, oder? Ja, gemäßigt. Also, nein, also kein Kirchgänger in dem Sinne jetzt. Also, vielleicht einmal pro Weihnachten und diese Flohmärkte sind auch für die Kleinen sehr angenehm. Das ist eine schöne Geschichte, aber was ist mit den christlichen Fundamentalisten? In Amerika zum Beispiel wurden in den letzten Jahren 4 Abtreibungsärzte ermordet. Ja, sicher, aber da wollten die ja Leben schützen. Naja, ungeborenes Leben. Ja. Geborenes eher nicht. Ja, okay, also es gibt immer wieder, sagen wir mal, Einzeltäter, die psychisch krank sind, aber deswegen gibt es doch nicht irgendwelche christlichen Terrormilizen. Und was ist mit Kony? Wer? Ja, genau, Joseph Kony zieht mit seinen Banden seit 2006 durch Uganda. Entführt Kinder, vergewaltigt Frauen, okay. Hat schon Tausende von Menschen mit Macheten massakriert. Was hat denn das jetzt mit dem Christentum zu tun? Na ja, Kony will einen Gottesstaat errichten auf Grundlage der 10 Gebote. Der ist Christ? Der ist Christianist. Okay. Sehen Sie, bloß weil ein paar Fanatiker meine Religion falsch auslegen, um einen Terrorstaat zu errichten, muss ich mich doch nicht distanzieren. Das habe ich schon mal gehört. Ach, und Sie? Haben Sie sich schon distanziert? Na, wovon sollte ich mich jetzt bitte distanzieren? Da denken Sie aber ganz scharf nach, ja. Frau Salger. Ich soll mich jetzt von Pegida distanzieren, bloß weil ich zufällig in Sachsen geboren bin. Ihr seid doch Männer, bitte. Die schlimmsten Gräueltaten werden von Männern verübt und schon distanziert. Also nur weil ein paar Millionen Männer auf dieser Welt töten, brandschatzen, morden, vergewaltigen, keine Elternzeit nehmen. Oh ja. Also schauen Sie, nur weil ein paar Fanatiker ihre Männlichkeit falsch ausleben, muss ich mich doch nicht von meinem Geschlecht distanzieren. Genau. Ihr seid doch Deutsche, oder? Ja. Habt ihr euch schon von den NSU-Morden distanziert? Ist er weg? Ich glaube schon. Ah, gut, dann können wir mal in Ruhe reden. Ja, aber
Sie was, Herr von Wagner? Nichts gegen Ihre Rücksichtnahme auf die religiösen Gefühle unserer Gäste. Ja. Aber kommen Sie, der Koran, hier, Sure 2, Vers 19, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Okay, zugegeben, das ist nicht gerade Gandhi. Aber das ist jetzt eine Stelle in einem großen Buch, eine einzige. Eine Stelle. Wer da gefunden wird, wird erstochen. Und wen man aufgreift, wird euch Schwert fallen. Es sollen auch ihre Kinder vor ihren Augen zerschmettert, ihre Häuser geplündert und ihre Frauen geschändet werden. Ja, vielleicht muss man das im Zusammenhang sehen. Wie bitte muss der Zusammenhang aussehen, damit das friedlich wirkt? Vielleicht was mit Russland? Gott! Gott frisst die Völker, die ihm Feind sind. Er zermalmt ihre Knochen. Hören Sie auf, das ist ja furchtbar. Das muss auf den Index. Ja, wunderbar, also verbieten wir die Bibel. Ja, wenn es sein... Was? Was? Was haben Sie da gemacht? Das ist... Oh, nee, ne? Ja. Taschenspielertrick. Aus dem Alten Testament vorgelesen. Buch Mose, Jesaja hier. Ja, ja. Das, hören Sie, sehen Sie, Buch Mose, das war ja nur quasi der Einstieg in die Heilige Schrift. Das war noch alles ein bisschen grell, um die Leute reinzuziehen, nicht? Und damals konnte Gott seine Liebe eben noch nicht so zeigen. Der Herr wird seine Freude daran haben, euch auszutilgen und euch zu vernichten. Tja, jeder hat mal einen schlechten Tag, nicht? Da ließ der Herr große Steine vom Himmel auf sie fallen, dass sie starben. Gut, Hagelschaden, Haushaltsunfälle, das ist ja was, was passiert, aber hier wird ja niemand zur Gewalt aufgestachelt. Wenn ihr über den Jordan gegangen seid, in das Land Kanaan, okay, so sollt ihr alle Bewohner vertreiben. Vertreiben, sehen Sie, Leute vertreiben Handtaschen, das heißt ja noch lange nicht, dass hier jemand getötet wird. Verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Okay, von Hunde und Katzen war da nicht die Rede, das muss man auch mal sehen. Du sollst nichts leben, was Odem hat. Was? Leben lassen, was Odem hat. Was hat heute schon noch Odem? Sehen Sie, es ist ja so, das ging ja hauptsächlich gegen Feinde, aber zu seinen Freunden war Gott doch sehr gnädig. Ah ja. So spricht der Herr, ein jeder gürte sein Schwert und erschlage seinen Bruder, Freund und Nächsten. Okay, ich gebe auf. Ich fasse mal zusammen. Okay. Ihr Gott ist ein äußerst instabiler Charakter, der nicht selten zu Gewaltausbrüchen neigt, unschuldige Menschen zu Kriminaldelikten anstiftet oder, wenn's mal schnell gehen muss, selbst zu Hagelkörnern oder anderen gefährlichen Werkzeugen greift. Dabei aber immer gut gelaunt ist, obwohl er doch relativ viel zu tun hat, was? Sehen Sie, das ist das Alte Testament, das haben wir überwunden mit dem Neuen. Jesus liebt jetzt seine Feinde. Mhm. Darf ich? Bitte nicht. Doch jene Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie herrschen sollte, bringet her und macht sie nieder. Lukas-Evangelium. Sehen Sie, der große Vorteil von uns Christen ist doch, dass wir so wenig bibelfest sind, dass wir die schlimmen Stellen gar nicht kennen. Ja, das... Und sehen Sie... Christentum, das ist doch im Großen und Ganzen in der Praxis Nächstenliebe. Ach ja, und was ist mit den Hexenverfolgungen der Inquisition und den Kreuzzügen? Ja, das waren unsere Flegeljahre, aber das war ja bis 1500. Und es ist ja nicht so, dass wir rumgelaufen sind und die Leute geköpft haben. Karl der Große, Christ, ließ 3000 Sachsen den Kopf abschlagen, weil sie Heiden waren. Davon haben die sich bis heute nicht erholt. Ich meine, seit Pegida, haben sich die Anschläge auf Flüchtlingsheime verdoppelt. Ja, aber vielleicht sind die Anschläge auf Flüchtlingsheime nur der Ausdruck von Sorgen, von Nöten, von Ängsten. Vielleicht können diese Menschen ihre Sorgen nicht anders ausdrücken. Hm, ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Ja. Ich habe gelesen, in Deutschland sterben jedes Jahr 30.000 Menschen an Keimen in Krankenhäusern. Macht Ihnen das nicht Angst? Sind es volkseigene Keime oder zugewanderte Keime? An islamisierter Gewalt sind in der Bundesrepublik bisher 2 Menschen gestorben. Interessant. Wollen Sie die islamistische Gefahr kleinreden, um ihr ihre Sorgen zu nehmen? Nein, ich will Sie fragen, warum Sie nicht gegen die Verkeimung des Abendlandes auf die Straße gehen. Ja. Sprache verändert die Gesellschaft. Manchmal verändert auch die Gesellschaft die Sprache. Heute heißt Spaziergänger, was früher Mitläufer hieß. Und wer sich in der Welt nicht mehr so recht auskennt, muss das natürlich auch sprachlich zum Ausdruck bringen, zum Beispiel durch Begriffe wie patriotischer Europäer. Was ist ein patriotischer Europäer? Ein Autist im Swingerclub.
Und den Rechtspopulisten von AfD, Pegida und all denen, die gerne mal stolz auf ihr Land sind, sei mal ins Stammhirn geritzt, es gibt keinen positiven Patriotismus. Die Bindung an das eigene Land fördert immer die Ablehnung des Fremden. Nationalismus ist die Straßenhure unter den Gefühlen. Billig, muss fast jeden ranlassen und wenn man nicht aufpasst, fängt man sich was Schlimmeres ein. Und trotzdem... Und trotzdem schwafelt Joachim Gauck von der deutschen Identität. Zu der natürlich was gehört? Richtig, der Wunsch, mal einen Schlussstrich zu ziehen unter die NS-Geschichte. 81% der Deutschen wollen nichts mehr hören von der Judenverfolgung. Gut, jüdische Opfer interessieren uns ohnehin nicht so wahnsinnig, nicht wahr? Das konnte man beim Anschlag in Paris auch erleben. Alle riefen, je suis Charlie, aber über die ermordeten Juden hat man praktisch kein Wort erfahren. Die Karikaturisten haben sich unser Gedenken durch mutige Zeichnungen verdient. Aber um im koscheren Supermarkt erschossen zu werden, reicht es aus, einfach nur Jude zu sein. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass beim furchtbaren islamistischen Terroranschlag in Toulouse 2012, bei dem 7 Menschen getötet, darunter 3 jüdische Kinder, vor ihrer Schule erschossen worden sind, irgendjemand protestierend durch die Straße gelaufen ist. Das Wichtigste, was ich persönlich mit am wichtigsten ist, man darf sich von diesen ganzen Scheindebatten nicht verarschen lassen. Wichtig ist immer noch der Alltag. Seid nett zueinander. Überrascht euch. Ich war vor ein paar Tagen im Zug, da ist ein Zivilpolizist eingestiegen und er hat mich nicht kontrolliert. Das sind schöne Momente. Normalerweise bin ich immer fällig. Es gibt wirklich nur eine einzige Ausnahme. Ich werde dann im Zug nicht kontrolliert, wenn da noch ein Schwarzer sitzt. Das ist kein Scherz, Schwarze werden immer bevorzugt. Ich bin auch oft sauer, hey, was soll denn das? Hallo, ich bin auch noch da. Die haben halt nicht so viel Zeit, die gehen nach Farbskala, die fangen bei ganz dunkel an und dann wird's immer heller. Vor ein paar Monaten irgendwo bei Köln war es wieder soweit. Der Zivilpolizist steigt ein, sieht mich, fängt an zu strahlen. Ich glaube, die kriegen eine Provision. Ich hatte keinen Bock auf ein Gespräch, hinter mir saß zum Glück ein Schwarzer. Ich habe einfach so gemacht. Man muss halt auch mal zusammenarbeiten. Dankeschön. Okay.